Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir stehen jetzt gleich hier an unserer blauen Fusselwerk oder an unserem blauen Fusselwerk. Hier möchte ich gerne Fusseln herstellen ohne Ende. Ich glaube, so lange reicht. 16 Fabriken. Das sollte uns zumindest erstmal ein wenig, wie soll man sagen, Ruhe geben davor? Nee, das wollen wir nicht sagen, weil zu groß gibt's nicht in Factorio. Ja, so. Also, das haben wir ja schon gelernt. Hier müssen wir auch die nehmen. Oh, da brauche ich 32 Stück davon. Oder lasse ich langsam rauslegen, bloß dass die immer dauerhaft gefüttert sind. Weiß ich nicht, ob das klappt. Das weiß ich nicht, ob das klappt. Legen wir auch mal schnell raus, ne? Nein. Zwei Fabriken brauche ich da noch. Die kriege ich aber noch ran. Das ist kein Problem. Die habe ich ja schon in der Hosentasche. Das ist daneben gesetzt. So. Okay, dann brauchen wir hier. Achso. Moment. Fabrik hier reinsetzen. Bevor wir hier Strom anschließen. Momentan haben wir ja sowieso das Problem, dass wir kein Urea-Gas haben. Warte mal, reicht das hier aus? Ja. Okay. Dann nehmen wir das so. Sehr schön. So. Weil wir jetzt gerade gar kein Urea-Gas haben, haben wir hier auch gar keine Abnahme und deswegen ist hier auch fast keine Bewegung drin. Und hier hinten, die Holzförderbänder. Oh ja, die Baumförderbänder sind jetzt auch mittlerweile voll. Sehr gut. Das gefällt mir ungemein. Das kann ich schon mal so sagen. So. Frage, könnte man nicht eigentlich. Doch, das könnte man noch. Ah, das kann ich unten nicht mehr aufbauen. Ich hätte ja jetzt eigentlich die Gasproduktion dazwischen setzen können, ne? Bei Fabriken ein Gasproduzent. Dann müsste ich die nicht hier transportieren. Das mache ich. Doch, das mache ich drauf. Müsste ich die hier nicht transportieren? Dann zieht sich das jetzt zwar alles tierisch in die Länge. Aber ich finde, das sieht cool aus, wenn die Dinger nicht immer so monoton sind, dass man da nicht so ein. Und dann haben wir nämlich bloß das Gas zum Abtransportieren. Heißt, jetzt muss hier ein bisschen was ausfliegen wieder. Eine blaue Alge mehr in der Tasche. So, und zwar, wenn ihr versteht, was ich meine, ist, dass ich gerne so hier jetzt, ne, einen Gasproduzent dazwischen hätte. Machen wir den so. Oder dann lassen wir eine Lücke immer dazwischen, dass die auf die Lücke dann da reinlegen. Weil theoretisch könnte ich ja jetzt. Warte mal, ich könnte den sogar so einen nach außen stehen lassen. So. Oder oben langlaufen kann. Und könnt ihr hier gewinkelt quasi einlegen. Das geht ja eh schneller, ne? Kann ich auch die kleinen nehmen. Wenn der jetzt nämlich, sagen wir mal, die Drop Position da hat. Und der die Drop Position da hat. Upsala. Position da hat, dann sollte das hier relativ schnell quasi hier diese Fusseln von da nach da transportieren. Sieht gut aus, oder? Das ist eine Idee? Das ist eine Idee. Und dann kann der hier nämlich vergasen, gasen, gasen. Und der kann hier Fussel, Fussel, Fussel und so. Und dann, ja, dann machen wir da genauso. Machen wir das. Längert sich das hier zwar alles. Aber das stört mich jetzt nicht weiter. So. Salat. So. Okay. Heißt also, dann bauen wir jetzt erstmal diese Dinge hier dazwischen. Und zwar in dem Abstand. Das ist nicht schade, dass der jetzt da stört, aber gut, das willst du machen. Manchmal hast du das halt nicht so leicht. Und dann kann ich. Kriegt ja keinen Strom mehr. Nein, dann machen wir den. Setzen wir den. Machst du immer davor, das ist auch. Dann kommt hier wieder einer hin, da wieder einer hin. Das brauchen wir nicht mehr. Oh, das müsste sie sogar im Muster stehen jetzt. So.
So müsste das doch nicht klappen dann. Dann kriegen die hier richtig schön viel. Na dran, okay. Haben wir uns verbaut. Danke. Dann kriegen die hier richtig schön. Material ran. Und dann wird hier ordentlich. Ah, ja, dann nicht jeden zweiten bloß machen brauchen, ne? Warte mal. Hab ich ja bei jedem ein. Produziert er schnell genug? 1 zu 1 war ja ungünstig, ne? Also war so 1,5 zu 1, ne? Wie machen wir das am blödesten? Warte mal, das war so ein bisschen so 3 zu 2, war das Verhältnis so ein bisschen, ne? So, wenn man das im Kopf mal ganz kurz durchgeht. Also du... Achso, dann machst du ja gleich mal, ne? Du machst diese Fusseln und zwar 5 für 10 alle 3. Und du machst dieses Gas aus 20 alle 30. Dann ist ja 1 zu 1 sogar. 100 Ammoniumgas aus 20 Fasern in 30 Sekunden. Und du machst mir in 30 Sekunden machst du mir eigentlich mehr als 20 Fasern. Du brauchst für die 20 Fasern ja bloß 12 Sekunden. Du hast natürlich einen ordentlichen Bedarf an Algen, ne? 10 Algen alle 3 Sekunden. Hier sind 10 Algen in 5 Sekunden. Puh! Das, da ist hier Schluss. Viel mehr geht gar nicht. 8 solche Dinger. Und dann brauchen wir von hier aber richtig Gas noch, ne? Also dann brauchen wir hier bestimmt noch mindestens die letzten beiden, die beiden auch noch hier, dass die hier angeschlossen sind. Och. Na gut. Ja, dann machen wir da Schluss. Weil mehr geht ja nicht. Mehr geht hier nur wirklich nicht. Und dann machen wir wirklich für jeden Einzelnen hier so den Reingeber ran. Dann ist das 1 zu 1 hier. Passt das? Produziert jetzt hier währenddessen, ja, lädt er sich wieder, lädt er sich komplett auf. Ganz knapp nicht, ne? Obwohl der jetzt hier voll Algen kriegt, ne? Hey, was habe ich denn da jetzt in der Rechnung nicht verstanden? 5 Stück alle 3 Sekunden heißt. Oder sind die Dinger... Ach, die Dinger sind so verdammt schnell, ne? Das ist ja jetzt hier ein anderes Gerät. Das hat ja 2,5-fache Geschwindigkeit hier. Chemische Formel H... NaH3. Ammoniumgas ist... Dickstoff... 3 Wasserstoff...
Hydroxid? Hydroxid, ne? Mhm. Das ist ja, glaube ich, das ist ja nah dran. Achso, dann machen wir auch Ammoniumnitrat hier, ne? Das müsste ja Ammoniumnitrat werden hier als Dünger dann. das ist ja das, was in Beirut da hochgegangen ist. Ja, noch können die nachlegen, was die hier noch haben, ne? Müssen genau noch da hocken. So. Das aufnehmen hier. Hm. Sieht jetzt erstmal gar nicht so schlimm aus. So, jetzt müsst ihr hier erstmal genügend von dem Material kommen. Alles klar, naja gut, wir lassen das erstmal so. Aber wir lassen uns den Platz, dass wir es auf jeden Fall verlängern können. Also den vierfachen, also den Platz, den lassen wir hier nochmal. Also das Ammoniumnitrat stellen wir erst hier hinten her. Beziehungsweise den Urea-Gas. Gut, dann machen wir hier einmal Platz. Reicht das so? Guck mal. Fängt da an und hört damit auf. Na, wir müssen bis hier hinten hin. Okay. Wir müssen bis da hinten hin. Also falls wir das mal irgendwie vergrößern wollen oder so, dass wir dann da dann erstmal dran gehen. So, dann müssen wir natürlich hier den Rückfluss machen. Das heißt also, die Fabrik muss so stehen, dass in der Mitte der Rückfluss ist, dass das hier rausläuft. Hier können wir dann anfangen, quasi das andere Material herzustellen. Und das müssen wir, glaube ich, auf Lücke lassen, damit wir anständig bauen können. So, aber das Ausgangsprodukt, da haben wir auch zwei von, ne? Wir haben zwei Ausgangsprodukte, glaube ich. Hier auch mindestens drei Platz drin lassen, damit wir das sauber auseinanderhalten können. So. Du machst mir dann jetzt Urea-Gas. War hier bei der Chemie dabei, ne? So. Kohlenstoffdioxid, das ist kein Problem, das kriegen wir auch von irgendwo her. Und dann haben wir hier das Urea-Gas als fertiges Produkt. Sozusagen. In der Schiene hier. So, das Ganze, das würde sich dann hier verbinden. So, und das Wasser. Wasser muss ich auch noch raustransportieren. Ich das am besten raus. So. Da steht im Weg. Mal hier. Das ist zu schmal. Ein bisschen mehr Platz dazwischen. So. Dann können wir das sauber raustransportieren hier. Und dann hinten quasi eine Ringleitung draus machen. Dass das denn hier sauber abgenommen wird. Richtig rum so, ne? Alles klar. Können wir das hier machen, so. So. Ich muss ja auch da dran legen. So. Hier die Verbindung machen. Muss ich hier nicht machen. So, gut. Dann haben wir da den Eingang Urea-Gas. Dann brauchen wir jetzt hier Purified Water Abfluss.
Kein Problem, kriegen wir hier auch hin. So. Purified Water Abfluss. Wo ist der Anschluss dafür? Purified Water. Das Kunststoffdioxid. Hier ist Purified Water Anschluss. Okay. Da müssen wir hin. Und genau da auf dem Knie hoch, ne? Ein bisschen ungünstig. Willst du machen? So ist es manchmal. So. Purified Water ist schon mal da. Dann Kohlenstoffdioxid. Müssen wir dann noch ran transportieren. Und das Material kommt hier dran. Kommt ja aus dem Rohr raus, beziehungsweise aus dem Rohr. Verbinden wir das hier vor noch? Ich glaube ja. Da machen wir ja eine Verbindungsbrücke dazwischen, würde ich sagen. Also hier und hier sozusagen eine Querverbindung, um die Rohstoffe sozusagen durchzuverbinden. So. Da dran. Was kommt denn hier dran? So, und dann müssen wir da drüben nur noch den Kohlenstoffdioxid hier runterholen. Und damit dran schließen und natürlich hier hinten eine Kohlenstoffdioxidbrücke bauen. Die können wir ja direkt hier dran setzen. Hört ja nicht weiter. So. So. Und dann müssen wir einmal das Kohlenstoffdioxid mit dran. Ah ja, das ist natürlich. Ah nee, doch, das ist ja gewollt. So. Kohlenstoffdioxid haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und dann ist hier Urea-Gas dran und dann ist das alles cool. Dann muss das Ganze jetzt hier Strom kriegen. Dann so einmal Strom kriegen. So, und jetzt müsste das hier eigentlich laufen. Und wir müssen Urea-Gas herstellen. Eventuell auch in der Menge, in der wir es brauchen. Na gut, aber jetzt ist erstmal ein bisschen was da. Das nimmt natürlich dann hier auch mehr von den Fusselkram ab. Und hier, ich denke mal, müssen wir noch ein bisschen dran setzen. Aber wir werden sehen. Momentan ist Ammoniumgas genügend da. Kohlenstoffdioxid ist ausreichend da und das Wasser wird abtransportiert, das ist gut. Und Urea-Gas ist auch ausreichend da, das heißt, hier kann erstmal fleißig Fertilizer hergestellt werden. Meine Herren. Also, was man da so alles baut dafür, dass man so ein bisschen Holz kriegt, ne? Ein bisschen ist gut, aber naja gut, hier kommt einiges an Holz raus. Das werden wir aber noch weiter verstärken. Ich denke mal, wir werden dieses Stück hier so komplett nochmal da hinten dran setzen, dass wir hier 20 von den Dingern haben und nicht nur 10. Oder wir machen sogar 32, das ist mal mehr was Informatiker-Ding, ne? So 16, 8, 32. Sieht man ja sehr häufig bei mir, dass ich das immer so ein 4er, 8er oder irgendwas Kolonien aufbaue. Keine Ahnung warum. Ist einfach so. Das ist einfach so drin und muss man jetzt so wirklich so akzeptieren. Komisch. Manche Sachen sind einfach komisch, das stimmt schon. Gut, dann werden wir das hier quasi nochmal sozusagen als einzelne Zelle hier rausnehmen und dann hier hinten dran stellen. Das sollte uns jetzt nicht allzu sehr stören. Nee, mal machen. Ne? Ja. Und dann, wenn wir da noch ein paar dran bauen, dann müssen wir da noch die. Die Bioprozessoren. Wie waren das? Waren das die Bioprozessoren, die das aus Holz gemacht haben? Aus dem Baum oder war das? Wollte ich denn überhaupt herstellen? Ich wollte Resin herstellen, ne? Resin. Resin. Da. Das wollte ich herstellen. Und zwar wollte ich da Holz. Ah ja, da muss ich das Holz erstmal zu Holz machen. Also die Bäume erstmal zu Holz machen. Und dann in den Bioprozessor rein, um dann Resin rauszukriegen. Also es geht ja im Groben und Ganzen darum, dass wir rote Bretter, also rote Chips machen können. Das ist ja das große Ziel. Deswegen reißen wir uns hier unten gerade so ein bisschen
aber zusammen. Aber es sieht sehr schön aus. Also ich muss sagen, es sieht sehr schön aus. Also die Fabrik, die hat was. So rein optisch, so die Förderbänder liegen schön und so. Da kann man schon mal zufrieden mit sein. Gut, wir machen ein Foto von. Ich werde die Session jetzt hier an dieser Stelle auch beenden. Also ich habe jetzt wieder 4 Folgen am Samstag aufgenommen. Ich habe auch irgendwann zwischendurch mal gesagt, dass ich meinen Kaffee kochen will. Das habe ich sogar geschafft. Dieser war aber eiskalt. Den habe ich vor dieser Folge mir dann reingekippt, weil ja, zwischen dem Kochen und dem dann Trinken und dem Herholen ist jeweils immer eine Folge vergangen. Und ja, da war er dann halt eben kalt. Ne? Ich habe ihn drüben also gekocht, dann habe ich ihn hierher gebracht nach der Folge danach. Dann wollte ich ihn eigentlich dann ab und zu mal dran nippen, aber das hat dann nicht geklappt. Und dann habe ich ihn nach der letzten, also nach der eben gerade zu einer letzten Pause getrunken. So, gut, alles klar. Alle Klarheiten beseitigt. Ich drücke auf F12 für ein Foto und wir sehen uns morgen wieder. Bis denn. Tschüss.